Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind wieder bei FIFA 16 mit der Trainerkarriere. Unser nächstes Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, vorerst natürlich erstmal so ein bisschen die Entschuldigung für den letzten Part. Ich bin, wie gesagt, immer noch so ein bisschen auf 180 wegen diesen ganzen Disconnects und diesem ganzen Angehalte des Spiels, ja. So oft, wie ich hier rausgeknallt bin. Ist einfach nicht mehr schön. Und ja, deswegen, ich hoffe, ich habe euch da nicht zu sehr vor den Kopf gestoßen. Natürlich, jeder, der FIFA spielen möchte, sollte sich das holen, wo er will und so weiter und so fort. Aber es ist, wie gesagt, immer noch, auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen klarere Gedanken fassen kann, so, dass ich sage, okay, FIFA ist jetzt nicht unbedingt ein Glanzstück geworden, dieses Spiel. Was ich gut finde, ist eben, dass in der Trainerkarriere dieses Training reingekommen ist. Das ist nicht verkehrt. Aber ansonsten ist in dem Spiel eigentlich nichts verändert worden von dem, was ich unbedingt mal wollte. So, Janusaj! Oh Mann, schade. Janusaj spielt wieder aufgrund dessen, dass er beim letzten Mal der beste Spieler war, wie ich im Nachhinein gesehen habe. Brauche ich den auch nicht unbedingt runternehmen. Ich denke, da gab es andere Defizite. So, TT. Nochmal raus auf TT. Der wird da abgedrängt. Kann die Flanke bringen. Hofmann, schade. Russ ist dazwischen. Jo, klasse. Da ist ja gar keiner. Flum war da eben. Der ja seine Karriere jetzt, glaube ich, vorzeitig beenden musste, weil seine Kniescheibe zertrümmert wurde. Oh, der war von hinten. Das könnte gelb geben. Janusaj, was macht er auf der rechten Seite, frage ich mich. Ist ja eigentlich links bei uns gesetzt. Anscheinend die Seiten getauscht, was ich eigentlich nie möchte. Das ist immer was ich verneine bei der Taktik, dass die hier die Seiten tauschen. Und Torwart, Dankeschön. Super Ball von ihm. Da sollte er nicht hin. So, Janusaj. Vorne läuft Max Meyer. Janusaj läuft weiter mit, hoffe ich. Ah, nicht wirklich. Ah, schade. Nächste gelbe Karte. Schiedsrichter zögert hier nicht, die gelben zu ziehen. Oder? Gibst du sie nur noch oder willst du jetzt hier nur lange rumlamentieren? Okay, gibt sie nicht. Alles klar. Das war doch nur die einzige Info, die ich brauchte. Oh, oh. Das war mal gar nichts. Aber abseits, glücklicherweise. Was ist denn hier los? Hä? Wo sind unsere Spieler? The fuck? Wo steht ihr denn rum? Hä? Haben wir hier Spieler verloren oder was ist hier los? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich bin der 9. Wo fehlt uns hier einer? Steht da ganz rechts noch einer? Ach da. Gott sagen, hä, was ist denn hier los? Ich stehe da mal richtig schlecht hier. So. Danilo und Meier, Mensch, was ist denn da los? Da schießt er wieder mit links. Bist du Linksfuß? Dann muss ich dich sowieso aus dem Spiel entfernen. Ja, dann wird das nichts mit uns beiden. Er ist Rechtsfuß. Warum schießt er mit links? Verstehe ich nicht. Perfekte Position, um mit rechts zu schießen, und er schießt mit links. Schade. Medojevic dazwischen. Und angeblich ein Foul von uns. Ich weiß nicht, wer das gemacht haben soll. Aber, naja, er findet immer einen. Oh. Medojevic wieder dazwischen. Kinowski. Russ. Weiter, weiter, weiter. Los mitlaufen da hinten. Jagba hier, meine Fresse, was legt denn der an Tempo an? Junge, Junge! Und wir haben immer noch die realistische Chance, auf den 3. Platz zu kommen in der Tabelle, um dann keine Quali spielen zu müssen um die Champions League. Bin ich sehr gespannt, ob wir das hinbekommen. Ja, klasse Ball. Da habe ich, glaube ich, zweimal drauf gedrückt. Dann schießt er den flach. Das war nicht so geplant. Schön gemacht von Thielemans, der da durchkommt. Und wieder mal Meier, der den Ball verliert. Ist ein leidiges Bild. Also der wird wahrscheinlich seinen Stammplatz in der nächsten Saison nicht mehr haben. Ich glaube, den werde ich sogar verkaufen.
weil er bei uns einfach gar nichts reißt. Wirklich nichts, ja. Torwart super, klasse. Ich weiß nicht, wo er da hingrätscht. Ja, hätte locker noch zum Ball laufen können. Hätte sogar eigentlich noch viermal um den Spieler rumlaufen können in der Zeit, die er da hatte. Aber er macht alles falsch und gerätscht ins Nichts. Wo war da jetzt das Problem, noch den einen Meter weiter zu gehen und dann da zum Ball zu gehen? Das verstehe ich nicht ganz, tut mir leid. Absolut unnötiges Tor, ja. Ich hätte ihn noch drin lassen können, aber ich wusste, okay, eigentlich kann man ihn locker kriegen. Nur habe ich nicht damit gerechnet, dass Sargowski eben gar nichts kann. Das war jetzt ein bisschen blöde. Ja, wieder der Fehlpass. Geht natürlich vorne nach zu Dragowski so ein Ding, aber nicht bei unseren tollen Spielern, die hier die Passgenauigkeit eines toten Fisches haben. Ach, Leute. Ist halt einfach die Passerkennung, die mich hier sowas von annervt. Es ist nicht möglich, den falsch zu erkennen, ja, also ich drücke ja eindeutig dahin, wo ich hin will, und da ist es für mich nicht möglich, dass das in irgendeiner Form verkannt werden kann. Fürs Spiel ist es einfach so, ja, der passt jetzt einfach in irgendwo die Richtung da, so grob angepeilt. Und dann spielt man da irgendwo hin. So, Meier jetzt aber mal. Oh. Er startet nicht und der Pass kommt überhaupt nicht dahin, wo er hin soll. War eine riesen Lücke in der Mitte. So, Jagba, nochmal zurück zu Anderson. Tja, das war mal nix. Vor... Mensch, das gibt's doch nicht. Ich drück nach oben. Weißt du, wo oben ist? Ey. Bin hier gleich wieder am Ausrasten. Kann doch nicht Sinn. Passt hier jedes Mal in eine ganz andere Richtung, als er hier anvisiert. Also, so langsam reicht's. Diese Kack-Passgenauigkeit hier. Das ist doch nicht mal die Passgenauigkeit, das ist einfach nur, er kann nicht erkennen, wen du anspielen willst. Versteh's nicht. In manchen Partien klappt das wunderbar. Andere Partien, da kriegst du nicht einen Ball an den Mann, weil er da einfach gar nicht hinspielt. Hier, wieder so eine Grütze. Weil er immer den Gegenspieler anvisiert bei Steilpässen, die ganze Zeit. Ja, klasse. So, und wir kriegen halt keine Chancen gerade, weil wieder kein einziger Pass ankommt. Nichts. Gar nichts. Tote Hose. Hier, wieder nach innen gespielt. Du sollst nach außen spielen, nicht nach innen. Was jetzt? Will ich nicht haben. Bla, 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 blub. Ach, hinne. So, ich spiele jetzt schon einfache Pässe, ja, damit ihr hier auch seht, wo ich hin will. Ja, natürlich. Ist ja kein Foul. Was soll der Scheiß? Warum spielst du den Spieler nicht an, der da steht? Ey, da steht doch der perfekt. Da läuft irgendwer von hinten dahin. Der steht genau da, wo der Ball hinkommt. Nö, dann gibt er mir irgendwas anderes. Oh, Leute, ey. Dieses Spiel, ne? Ich werd nicht mehr froh mit diesem Spiel. Ehrlich nicht. Ach komm. Ach komm, das passt doch zum Spiel hier. Dass das Ding dann immer noch nicht reingeht. So gut gespielt die letzten Spiele. Also nicht das letzte jetzt, aber die davor. Und dann kommt so eine Scheiße wieder hier. Wo der einfach nicht sieht, wo du die Bälle hinspielst. Hallo, bist du bescheuert oder was? Du musst den Ball klären. Ja,
Genau da soll er hin. Was hat das? Mensch, dieser Meier, der geht mir so auf den Kranz. Junge, kannst du einmal einen Pass spielen, der ankommt? Geht das? Ey, meine Fresse. Ich will nicht wissen, was der an Fehlpässen in diesem Scheißspiel gespielt hat. Du drückst schon mit voller Wucht und der Typ kriegt es nicht gebacken, den Ball an den Mann zu kriegen. Den Pimmel, ey, das gibt's nicht. Runter, nur runter mit diesem Sack. Gottes Willen, ey. Nichts kriegt er hin. Er spielt die restlichen Spiele nicht, das weiß ich. Ja, dafür, dass er hier alles versenzt. Hat hier nichts mehr hingekriegt, seit 40 Spielen nicht. Ach komm, runter mit diesem Lappen, ey. Meine Fresse. Gottes Willen, ey. Wie ist das ein Scheiß. Es klappt einfach nichts. Die Bälle kommen nicht an. Kein einziger kommt dahin, wo der hin soll. Ha, der war lang geplant. Ich kann nichts anderes drücken. Ich kann nur sagen, spiel ihn dahin. Wenn er das dann nicht macht, ist das nicht mein Fehler, sondern seiner. Maru Oka macht's. Alter, ist das nicht sein allererstes Tor hier? Junge, Junge. Da kommt unser dritter offensive Mittelfeldspieler und muss hier das Ding machen, weil Meier der letzte Lurch ist und auf seiner Position nichts hinbekommt. Das ist schon derbst peinlich für ihn. Wenn er das jetzt nochmal umkrempeln könnte, wäre das hier ein klares Zeichen dahin, dass Meier kein Spiel mehr in dieser Saison machen wird. Ich meine, gut, das ist auch das vorletzte hier, glaube ich, aber das würde dann auf jeden Fall nicht dabei sein im letzten, also da hat er mein Wort. Danke dafür. Ja, geh nicht hin. Nein, muss nicht. Könnte wehtun. So. Süde etwas zu spät, aber wir haben den Ball trotzdem. Ja, genau da sollte er hin. Genau deswegen drücke ich nach vorne, damit du nach hinten spielst. Das ist der Wahnsinn. Die Passgenauigkeit. Hier, der Hammer. Der Hammer. Wirklich klasse. Ich fühle mich hier echt leicht verarscht von diesen Pässen. Ja. Geht eigentlich keiner dahin, wo man den wirklich hinzielt. Das ist der Hammer. Gerade nach vorne in der Bewegung. Geht eigentlich kein Pass mehr dahin, wo der wirklich hin soll. So, und Maru Oka muss jetzt hier das Spiel machen, wie es aussieht. Wenn hier irgendwie kein anderer mehr Motivation hat. Ja, was ist denn das gewesen, Mensch? Ey, da stehst du im 16-Meter-Raum, kriegst den Ball, bist komplett frei und dann haut er dir einen Back rein. Klasse, superschön. Ja, hier, da muss er dann irgendwie nochmal mit dem zweiten Fuß dagegen hauen. Ja, na sicher doch. Das total Sinn macht. Das, so spielt jeder Mensch auf der Welt hier. Superklasse. Ja, würde jeder so machen. Man stoppt den mit dem einen Fuß, geht dann mal mit dem anderen Fuß ran und dann noch mit dem nächsten. Ah, sicher doch. Ach, komm. Leute, ey. Ist das ein Scheiß. Wenn man sich mal so richtig verarscht fühlen will, muss man einfach nur FIFA spielen. Falls ihr mal zu gute Laune habt, spielt einfach FIFA. Hilft immer. So, jetzt durch hier. Luke Shaw am ersten Mann vorbei. Er steht schon im Abseits da unten. Ja, da soll er garantiert nicht hin. Es kommt Hofmann hochgelaufen. Wir wollen Hofmann anspielen. Er spielt dann wieder ins Abseits. Also, es ist einfach nur göttlich. Richtig göttlich, wo diese Pässe jedes Mal hingehen. Ich verstehe es nicht, ey. Drei Partien davor hat es alles wunderbar geklappt. Er hat dahin gepasst, wo man hingepasst hat. Und jetzt passiert hier gar nichts mehr. Jetzt schießt er da sonst wo den Ball hin. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Tut mir echt leid. Also,
Ich würde hier gerne das Ding so weiter durchziehen, wie ich es bisher gemacht habe, wie davor die Spiele auch gelaufen sind. Aber seit dem Wolfsburg-Spiel kannst du das hier komplett knicken, die Scheiße. Ja, da ist nichts mehr am Laufen. Hallo, lag woanders. Ja, ich sehe halt nichts, ne? Gar nichts. Dieses Scheißgeläge hier. Geht einem so auf den Kranz. So, Werner. Vorne ist jetzt mal Traoré nicht im Abseits, der Wahnsinn. Weiter. Ja, genau, Mensch, der legt sich den Ball wieder Kilometer vor. Sag mal, hast du Platz oder? Meine Herren, du. Unglaublich, wie beschissen die hier spielen. Meine Güte. So, nochmal durch. Werner. Was macht er da? Pass den Ball, verdammt! Er geht gar nicht ran! Meine Fresse. Alter, ist das eine Grütze hier? Meine Güte, ich fühle mich so verarscht, ey. Das ist so geil. Mensch, ist das Hammer. Du schießt und er haut hier nichts. Nichts macht er. Gar nichts hier. Was soll der Scheiß? Erzählt mir das. Der grätscht. Er soll schießen. Das ist doch kein Schuss oder was? Also. Mann, Mann, Mann. Junge, nee. Peinlich, echt. So eine Vorstellung hier von diesem Mistspiel. Ja, super. Klasse. Klasse gemacht. Hammer. Ein fucking Spiel, das mich sowas von aufregt. Ich hab keine Lust mehr. Es ist einfach so. FIFA, tut mir leid. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gut war, ja, aber diese Entwicklung, die ist so beschissen. Ja, gerade, was, wenn man dieses beschissene Passspiel sieht, also ich könnte da reiern, von morgens bis abends, also so schlecht wie das ist echt so was von unnormal. Jetzt haben wir fast alle durch, die hier drin waren. Ja, das ist, die Trainerkarriere hier im Menü finde ich super, ja, das mit dem Training und alles, alles schön und gut, aber ganz ehrlich, die Spiele so verhunzt, also, wenn er nicht will, dass du die Pässe an den Mann kriegst, dann wird es nicht passieren. Du wirst keinen Pass an den Mann bekommen. Und das haben wir hier wieder eindeutig gesehen. Ja? Also du spielst die Pässe nach unten, er spielt sie nach vorne. Du spielst sie nach oben, er spielt sie nach unten. Das ist die ganze Zeit so, ja? Und, ja, irgendwie, ich sehe da keinen Sinn drin, so zu spielen. Also, so, das letzte Saisonspiel steht an. Wir sind mittlerweile Fünfter, können noch auf Platz 7 fallen. Das heißt, wir können noch raus aus den internationalen Plätzen kommen. Aufgrund dessen, dass uns das Spiel absolut hier nichts mehr gönnt. Hammer, echt. Der Hammer. Hammergeil. So, nächstes Spiel. Ich habe dieses Spiel echt versucht, mich zusammenzureißen. Ich habe wirklich alles versucht, ging gar nicht. Tut mir leid, es ist wirklich, dieses Spiel regt mich nur noch auf. Ja. So, und nach diesem Spiel ist es für mich dann erstmal, die Saison ist zu Ende und eine Sache werden wir auf jeden Fall machen, nämlich Meier verkaufen. Ist mir scheißegal, ob der beste Spieler in der Mannschaft von den Werten her ist. Der ist für mich der grottigste Spieler, den ich jemals überhaupt in irgendeinem Spiel hatte. Auch in den Spielen, wo es funktioniert hat, hat er auch alle Bälle verkackt, hat keinen Ball angenommen, keinen gepasst und nix. Das werde ich noch machen. Das heißt, ich werde noch dieses Spiel hier spielen und danach wird es dann, ja, einen Part geben, denke ich mal, wo ich nur so Transfers und solche Geschichten mache. Und ja, da werde ich dann erstmal so ein bisschen runterkommen müssen. Weil, ganz ehrlich, es ist nicht mehr schön. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shooto.